Stöcker. 5000 Quadratmeter Mode, Sport und bester Service. Let's go! Wenn aus Vorfreude echte Freude wird. Das ist Urlaub in Oberösterreich. Erlebenswert echt. Hallo und herzlich willkommen hier aus Eferding vom Start der ersten Etappe bei Stöcker Modenhaus. Heute warten auf die Fahrer bei der ersten Etappe der internationalen Raiffeisen Oberösterreich-Rundfahrt 181 Kilometer. Es ist hügelig, aber dennoch was für die Sprinter eigentlich die einzige Möglichkeit jetzt in diesen 4 Tagen für die Sprinter, um was zu reißen. Das Ziel ist heute bei der Therme Geinberg. Und neben mir steht jetzt Daniel Federspiel vom Team Felbermeier Simplon Wels. Er war gestern Fünfter und ist somit der bestplatzierte Österreicher und trägt damit das rote Baggerdrin Original Kornspitz-Trikot. Daniel, wie wird's heute? Was hast du dir vorgenommen? Ja, wie du schon gesagt hast, also heute ist, glaube ich, so die einzige Etappe für die Sprinter, oder wo jetzt vielleicht nicht ganz so bergig ist wie die nächsten zwei. Ja, wenn wir die Chance kriegen, werden wir sie natürlich nutzen. Schauen wir mal, wie sich das Rennen entwickelt, aber wir sind top motiviert. Das Team ist richtig gut drauf und ja, wir freuen uns jetzt aufs Rennen. Welches Trikot möchtest du heute Abend tragen? Ja, ich wollte eigentlich gestern das Gelbe schon holen, aber ist mir nicht ganz geglückt. Aber ich sage jetzt, wenn ich heute vielleicht das beste Österreicher Trikot verteidigen kann, ist auch schon richtig cool. Und ja, alles was drüber ist, ist natürlich eine Draufgabe, aber so fürs Team sage ich, schönes Ziel ist gelbe Trikot. Und wenn es am Sonntag ist, passt es natürlich umso besser. Sehr schön, wir werden das natürlich zeigen. Wir übertragen auch jetzt live den Start um 11.30 Uhr. Daniel Federspiel wird erste Reihe fußfrei starten und um 14 Uhr steigen wir dann wieder ein, auch mit LT1 mit der Live-Übertragung. Jetzt kommen erstmal die Highlights von gestern. We'll be right back.
Tag und herzlich willkommen zur Etappe 1 der 13. Internationalen Oberösterreich-Rundfahrt. Ja, gestern hat es in Linz begonnen mit einem Prolog. Der wurde gewonnen von Landaloks aus Belgien vor dem Italiener Alberto Bruttomesso. Und auf Rang 3 war der zweimalige Sieger des Prologs Dan Sute. Da haben wir jetzt die ersten Impressionen vom Start beim Modehaus Stöcker in Eferding, da wo es schon mehrere Male losgegangen ist. Und ich höre gerade jetzt von dem Blick auf Paul Reschhaben, dass die Sophie schon einen nächsten Interviewpartner bei sich hat. Ganz herzlich begrüßt, Alejandro Wiesinger. Schon gehört, Servus Gottfried. 4 Minuten bis zum Start haben wir gerade gehört, live hier vor Ort. Und wir stehen natürlich hier im Schatten beim Modehaus Stöcker in Eferding. Wer die Oberösterreich-Rundfahrt schon länger verfolgt, weiß, bei diesem Start kann immer geshoppt werden. Das nutzen viele auch aus. Hier gibt es eine tolle Sportabteilung. Herr Stöcker, warum darf die Oberösterreich-Rundfahrt jedes Jahr wieder zu Ihnen kommen mit einem Etappenstart? Ja, Eferding hat ja lange Tradition im Radfahren und alleine von dem her gehört es einfach dazu, dass wir das ein bisschen fortführen. Ich denke also nur an die glorreichen Zeiten der Schartnerbombe. Das Gebiet Eferding ist einfach radsportaffin und wir freuen uns, dass wir einfach immer diese Belebung in der Region haben. Jedes Jahr eine ganz tolle Geschichte für uns. Es ist ja wirklich gemein eigentlich fast, weil dann kommt man hierher wegen dem Sportevent und nebenbei geht man eigentlich meistens mit einem Sackerl nach Hause, weil man was gekauft hat. Ja, genau. Also es hilft uns ein bisschen, dass wir unsere Bekanntheit steigern. Das passt uns auch, ist ein ganz angenehmer Nebeneffekt. Sehr gut, danke schön, dass wir hier sein dürfen. Dankeschön. Und jetzt gebe ich zurück zum Thomas Binder, weil der kommentiert heute die Etappe. Ja, genau, so ist es. Jetzt einmal alleine bis 12 Uhr und dann ab 14 Uhr wieder gemeinsam mit Sarah Reikes, wie schon gestern beim Prolog, also dann auch heute wieder. Ja, da sehen wir jetzt die Mannen vom Team Rinkhoff, die es voriges Jahr geschafft haben, die Rundfahrt in Person von Rainer Keplinger zu gewinnen. Der gehört jetzt nicht mehr zu diesem Team, ist aufgestiegen, fährt mittlerweile für das Team Bahrain-Victorious in der World Tour. Bestplatzierter Rinkhoff-Fahrer gestern Stefan Kova auf Rang 15, 3 Sekunden sein Rückstand auf den Führenden in der Gesamtwertung Landaloks. Ja, insgesamt gibt es heute 181 Kilometer zurückzulegen. Gestartet wird eben hier beim Modehaus Stöcker in Eferding. Und zu Ende gehen wird die Etappe beim Spa-Ressort in Geinberg. Da sehen wir jetzt noch einmal die Podiums der Innviertel-Etappe. Heute geht es nämlich durch das Innviertel. Somit haben wir die Innviertel-Etappe. Da sehen wir noch einmal das Ergebnis aus dem Jahr 2022. Da gewann der Däne Andreas Nielsen vor Dan Sute und auf Rang 3 war Jakub Czopalik. Da war das Ziel in Ranshofen bei der Amag. Und wie gesagt, heute sind wir einen Steinwurf von Ranshofen entfernt und zwar beim Spa-Ressort in Geinberg. 181 Kilometer haben die 142 Elite- und U23-Fahrer hinter sich zu bringen. Und wir geben ein weiteres Mal runter zum Start zu Sophie. Spargelhöfen fahren wir da hinten rum. Und kommen wir da vorne, wo wir auch die letzten Jahre gelaufen. Die Anspannung ist langsam zu spüren. In 2 Minuten geht's los. Und einen habe ich jetzt noch gerade so bekommen fürs Interview. Es ist Gerhard Lehner von der Raiffeisenbank Eferding. Herr Lehner, wieso unterstützen Sie denn diese Rundfahrt als Hauptsponsor? Raiffeisen ist schon viele Jahre Partner des Oberösterreichischen Radsport. Wir unterstützen jährlich rund 30 solcher Events. Unter anderem die Rundfahrt oder den Granitmarathon oder das Welsendestadtrennen. Und wir halten es als Regionalpolitik für unsere Verantwortung und Verpflichtung, solche und so Veranstalter einfach zu unterstützen und zu fördern, dass sie auch möglich werden. Machen wir gerne. Wie ist denn das für Sie, dass Sie das jetzt mitbekommen hier beim Start, das Gefühl? Ich habe die Frage nicht gehört, dass es so laut war. Wie ist denn das Gefühl für Sie, jetzt hier beim Start zu stehen und das alles heute noch mitzuerleben? Sehr spannend, weil ich sage, wenn wir ein paar Minuten Sekunden Zeit haben, zum Start zu gehen, einfach aufregend, eine tolle Veranstaltung. Ich wünsche den Radfahren alles Gute, eine unfallfreie Fahrt nach Geinberg. Der hat schon Stress, der Lena. Dankeschön, Sie sind entlassen. Und damit gebe ich jetzt ab, zurück ins Studio, denn in einer Minute ist es soweit und die Fahrer starten die erste Etappe der Internationalen Raiffeisenbank Oberösterreich-Rundfahrt. Ja, nicht mal mehr eine Minute und dann geht's los für die Herren, die wir da jetzt sehen. Hab schon erwähnt, 142 Fahrer gehen heute ins Rennen. Also alle, die auch gestern beim Prolog dabei waren, sehen wir heute hier beim Modehaus Stöcker in Eferding. Vorne in der ersten Reihe die Trikotträger können wir uns vielleicht auch noch einmal anschauen. Hier haben wir noch ein paar Drone-Shots vom Modehaus Stöcker in Eferding. Also im gelben Trikot, präsentiert von Raiffeisen Oberösterreich, haben wir eben den Sieger von gestern, Landaloks. Warten wir kurz ab. Walter Ammeshofer, hören wir, wie er da runterzählt. Und jetzt geht's einmal los. Also somit ist die Etappe 1 einmal inoffiziell eröffnet.
Kurze neutrale Phase und dann geht's los auf die 181 Kilometer. Ja, also wie gesagt, Landa Lox im gelben Trikot von der Raiffeisenbank, der Fahrer vom Team des Schacht Group Hens Containers Maas aus Belgien, der voriges Jahr schon Zweiter beim Prolog war, hatte gestern eben die Nase vorne. Dann haben wir im blauen Trikot von Linz Dan Sute, ebenfalls vom Team des Schacht Group Hens Maas Containers. Also da geht es gleich vom Start scharf los. Hab schon erwähnt, es gibt insgesamt 3 Startrunden a 5 Kilometer. Also wenn wir dann noch einmal beim Modehaus Stöcker vorbeikommen und dann noch einmal. Wir haben nämlich auch 2 Sprintwertungen. Eine Sprintwertung haben wir bei Kilometer 11,5 und die zweite haben wir dann bei Kilometer 17,5. Beide werden jeweils eben vor dem Modehaus Stöcker abgenommen. Und dann haben wir noch eine Sprintwertung bei Kilometer 156, dann schon in Geinberg, also kurz vor dem Ende der Etappe. Ja, dann schauen wir noch weiter die weiteren Trikotträger. Da hätten wir dann noch mit dem rot gepunkteten Bergtrikot Victor van de Putte. Auch er aus Belgien, auch er für das Team des Schacht Group Hens Containers Maas unterwegs. Also das Team heute mit 3 Trikotträgern bei dieser Etappe unterwegs. Dann haben wir noch das weiße Trikot Alberto Bruttomesso. Er war gestern auf Rang 2 der Italiener vom Cycling Team Friuli ASD. Und im roten Trikot vorhin schon bei Sophie Hochhauser im Interview gesehen. Daniel Federspiel, der beste Österreicher. Dieses Trikot wird präsentiert von Back Aldrin Kornspitz. Und Daniel Federspiel ein weiteres Jahr für das Team Felbermayr Simplon Wels unterwegs. Gestern beste Platzierung für ihn beim Prolog, nachdem er im Jahr 2022 auf Rang 11 gefahren ist und im Jahr 2021 auf Rang 6. Nun eben der 5. Platz. Walter Amesshofer hat mir heute schon erzählt, also der Sprecher, der dort vor Ort ist und Vizepräsident des Landesradsportverbandes Oberösterreich ist, dass er gestern noch mit Federspiel im Ziel gesprochen hat oder beim Start dann nach dem Rennen. Und der hat gemeint, er wollte unbedingt gewinnen und er hat vielleicht ein bisschen zu wenig riskiert. Also mit ein bisschen mehr Risiko wäre vielleicht noch mehr drinnen gewesen für den Tiroler vom Team Felbermayr Simplon Wels. Ja, und wir sehen eine nächste Attacke. Wieder ist es das Team Sentic Vibertech aus Deutschland. Ist jetzt einmal probieren eines von über 10 Kontinentalteams, das hier mit dabei ist bei der 13. Internationalen Oberösterreich-Rundfahrt. Ja, 180 Kilometer sehen wir jetzt einmal eingeblendet oben. Also das wird heute noch etwas länger dauern. Zieleinlauf circa 16 Uhr, damit rechnen wir mal. Also in 4,5 Stunden. Das eben, wie schon erwähnt, die längste Etappe der Rundfahrt in diesem Jahr. Ja, und jetzt schaut es einmal nicht so schlecht aus für den Fahrer vom Team Sentic Vibertech. Die sind ja hierher angereist mit Michael Peter, Jonas Messerschmidt, Tim Wollenberg, dann ein österreichischer Fahrer ebenfalls mit dabei, Mario Gamper. Und dann haben wir noch Fabian Schormeier und Stefan Brandlmeier. Geleitet wird das Team hier bei der Rundfahrt von Yannick Achterberg. Und da sind wir jetzt nochmal am Ende des Hauptfeldes. Also wie gesagt, das jetzt die Startrunden. Insgesamt werden dann auf den ersten 17 Kilometern zwei Sprintwertungen abgenommen. Zweimal eben vor dem Modehaus Stöcker. Ja, und dann steigt es an. Bei Kilometer 20 circa geht es dann auf den Meierhofer Berg. Da haben wir 6,8 Kilometer mit 5,1% Durchschnittssteigung. Bergwertung der Kategorie 1, also da werden dann erstmalig Bergpreispunkte vergeben. Dann haben wir länger nichts und bei Kilometer 99,5 haben wir dann den Steigelberg, also 1,8 Kilometer mit 5,9%. Das ist eine Bergwertung der Kategorie 2. Da gibt es auch einen Unterschied in der Punktevergabe. So, und da sehen wir jetzt einmal den Fahrer vom Team Sentic Vibertech. Nummer haben wir jetzt leider nicht erkennen können, aber es wird nicht allzu lange dauern, dann wissen wir, wer der Fahrer ist. Ist er jetzt einmal alleine an der Spitze des Rennens unterwegs ist. Ja, nach dem Steigelberg geht es ein bisschen runter und dann sind wir schon in Anfahrt auf Maria Schmollen bei Kilometer 118,5. Da wird dann die dritte Bergwertung und letzte Bergwertung des Tages abgenommen. Auch wieder Bergwertung der zweiten Kategorie. 1,2 Kilometer geht es da bergauf mit 7,2% Durchschnittssteigung. Und dann sind wir schon in Anfahrt auf Geinberg. So, und jetzt sehen wir es einmal. Mario Gamper ist es, der einzige Österreicher im Team von Sentic Vibertech. Also der probiert es jetzt einmal, der Tiroler aus Münster. Auf Rang 59 ist er gestern gefahren. 8 Sekunden war sein Rückstand in der
am Ende des Prologs nach den 630 Metern auf den Sieger von Landerloxe. Und jetzt sind wir gespannt, ob sich da noch jemand dazugesellen wird, denn sonst könnte es ein langer Tag werden für den Tiroler, der mittlerweile das erste Jahr beim Team Sentic Wiebertech unterwegs ist. Ja, touristisch hat diese Etappe auch einiges zu bieten, die Innviertel-Etappe. Und zwar sind wir, ja, wie gesagt, beim Modehaus Stöcker gestartet. Da werden wir jetzt in Kürze wieder vorbeikommen. Da gibt es 5000 Quadratmeter Mode und Sport in Everding. Und da gibt es alles, was das Sportlerherz begehrt. Also die unterschiedlichsten Sportarten können dort ausgerüstet werden. Und wir befinden uns hier auch im Everdinger Becken. Und es ist eine der fruchtbarsten Ebenen in Österreich und auch eine der bedeutendsten Gegenden für den Gemüseanbau in der Landwirtschaft in Oberösterreich. Und wir kommen dann später noch in den südlicheren Teil. Und das wird auch Everdinger Landl genannt. Und wenn wir uns einmal die Karte anschauen der Etappe, dann sehen wir, dass eigentlich der Start- und Zielort auf der gleichen Höhe sind. Also man fährt eigentlich nur Richtung Westen, weg von Linz, eben dann schon Richtung Salzburg, deutscher Grenze, eben ins Innviertel, weil ist es dann nicht mehr vom Spa-Resort Geinberg nach Braunau oder dann einfach drüber über den Inn. Und dann wären wir zum Beispiel in Bayern. Und hier haben wir ein bayerisches Team an der Spitze, das Team Sentic Wiebertech mit Mario Gamper, der jetzt einmal alleine unterwegs ist. Gestern hat es die Sarah auch einmal erwähnt, hat zwei Brüder, Florian Gamper, sein Zwillingsbruder, mittlerweile die Karriere beendet. Und dann auch noch Patrick Gamper, der für das Team Bora Hansgrohe unterwegs ist. So interessant jetzt. Da ist das Tempo mal heraus, hinten im Hauptfeld, wie es aussieht. Ja, wir sehen da auch einen Fahrer vom Team Adria Mobil aufzeigen. Also dürfte ein technisches Gebrechen an seinem Rad haben, denn Verpflegung gibt es jetzt noch keine. Also schaut einmal so aus, als ob er einen Hinterrad, jawohl. Also Hinterraddefekt für den Fahrer vom Team Adria Mobil. Nummer haben wir jetzt leider nicht erkennen können. Und das Team wird geleitet von Marco Kump, ebenfalls sehr erfolgreicher Fahrer in der Vergangenheit gewesen. Und da sehen wir den Fahrer, der alleine an der Spitze ist. Und das ist Mario Gamper vom Team Sentic Wiebertech, der Tiroler aus Münster, habe schon erwähnt. Und da sehen wir links das Modehaus Stöcker. Und da wird dann in der nächsten Runde die erste Sprintwertung abgenommen. Eine Runde später dann noch einmal und dann geht es raus aus Everding. Also eine Runde hier, circa 5 Kilometer lang. Hat man sich ein bisschen was Neues einfallen lassen. Da gab es schon traditionell immer eine Startrunde, aber mittlerweile hat man die Streckenführung etwas abgeändert. Und ja, da sehen wir jetzt das Hauptfeld. Ja, was werden es sein? Circa 20 Sekunden schätzen wir jetzt einmal zwischen der Spitze und dem Hauptfeld. Also weiter breites Feld. Tempo nicht allzu groß. Schauen wir mal, wer sich da verantwortlich fühlen wird, das Tempo zu machen. Ja, was steht noch heute am Programm? Wie gesagt, bis 12 Uhr sind wir jetzt einmal live drauf und dann erst wieder ab 14 Uhr auf K19TV und auf LT1. Wir kommen dann auch in Kürze, also schauen wir mal, ob wir das noch erleben werden, bei der Aigner Schanze in Hinzenbach vorbei. Und das ist nämlich Oberösterreichs größte Skisprunganlage, die auf einer Seehöhe von 250 Metern liegt. Und dort haben sie drei kleinere Schanzen mit K10, K20 und K40, also mit dem Kalkulationspunkt 10, 20, 40. Und dann auch noch eine Normalschanze, wo der Schanzenrekord bei 100 Metern liegt. Und da werden auch regelmäßig Weltcups ausgetragen. Also hat man vielleicht schon einmal im Fernsehen gesehen, die Skisprunganlage in Hinzenbach. Und da werden wir heute auch noch vorbeifahren. Ja, und weiter sind wir hier mit dabei mit Mario Gamper. Ja, was wird die Fahrer noch erwarten touristisch? Es geht auch an einigen Schlössern und Burgen vorbei. Und zwar kommt da einiges auf die Teilnehmer heute zu. In Everding hätten wir zum Beispiel einmal das Schloss Starnberg, auch Schloss Everding genannt. Und kurz vor der Bergwertung Meierhoferberg befindet sich dann die Ruine Schaumberg. Und genau dort, wo die Fahrer dann vorbeifahren werden, an der Ruine Schaumberg, ist der steilste Teil mit 18%, also eine kleine Rampe dann rauf zum Meierhoferberg zur ersten Bergwertung des Tages. Wie gesagt, Bergwertung der Kategorie 1. Ja, und da am Ende des Feldes sehen wir mal die Mannen vom Union Raiffeisen Rad Team Tirol geschlossen zu dritt
am Ende des Hauptfeldes. Daniel Reiter können wir da mal erkennen, genauso wie die Startnummer 186. Das ist Johannes Hirschbichler und da sind wir jetzt wieder bei Mario Gamper aus Tirol. Also er mittlerweile auf der zweiten von insgesamt drei Startrunden und lange wird es nicht mehr dauern und dann kommen wir zur ersten Sprintwertung beim Modehaus Stöcker. Also wäre schön, wenn sich das ausgehen würde für den Fahrer vom Team Santic Wiebertech. Ja, schauen wir uns einmal das Programm der nächsten Tage an und noch einmal ein kleiner Rückblick. Wie gesagt, gestern ist es losgegangen um 18.20 Uhr mit dem Prolog in der Altstadt in Linz. 630 Meter und 37 Höhenmeter haben da auf die 142 Teilnehmer der 13. Internationalen Oberösterreich-Rundfahrt gewartet. Das war gestern Abend. Weiter geht es eben heute. 11.30 Uhr war der Start der Etappe 1 vom Modehaus Stöcker in Eferding zum Spa-Resort Geinberg über 181 Kilometer, 2109 Höhenmeter sind es ganz genau. Ja, und morgen haben wir dann die nächste Etappe. Die wird gestartet beim Max Center in Wels um 11.45 Uhr, also eine Viertelstunde später als heute, und endet dann in Bad Leonfelden nach 156,3 Kilometern und knapp 3000 Höhenmetern. Und dann am Sonntag haben wir die Königsetappe, wenn man so sagen will, die entscheidende Etappe auf jeden Fall, mit der Bergankunft auf der Hutterer Höss. Gestartet wird da um 11 Uhr, also etwas früher als heute, in Asten beim Paneum. Da gibt es dann auch noch ein tolles Rahmenprogramm, da werden wir dann auch noch später heute am Nachmittag drauf eingehen. Und dann geht es, wie gesagt, eben rauf auf die Hutterer Höss, 146,3 Kilometer, 3050 Höhenmeter. Insgesamt haben wir ja 484,7 Kilometer. Und ein bisschen mehr als 8000 Höhenmeter, die hier die Teilnehmer der Oberösterreich-Rundfahrt 2023 zurücklegen müssen. So, wie gesagt, lange dauert es nicht mehr. Dann kommen wir zur ersten Punkteabnahme. Gibt es auch nochmal die Info für alle Zuseherinnen und Zuseher. Es gibt die Möglichkeit auf ein Live-Timing. Gehen Sie einfach auf livetiming.at und da sehen Sie dann alle Sprintwertungen, Bergwertungen, Zieleinläufe in beinahe Echtzeit, und da hat man dann immer einen Überblick über die Punktestände in den verschiedenen Wertungen, zum Beispiel Sprintwertung, Bergwertung, auch dann in der Gesamtwertung sofort nach dem Zieleinlauf. Und hier sind wir jetzt wieder am Ende des Hauptfeldes. Ja, ich habe schon erwähnt, gestern die Mannen vom Team Deschacht wieder mal vorne gewesen. Zum mittlerweile vierten Mal wurde der Prolog ausgetragen in Linz und der dritte belgische Sieg war es. Einmal war es Lukas Schlemmer, also da hatte ein Österreicher die Nase vorne. Im Jahr 2019 gewann er für die Maloja Pushbikers den Prolog bei der Oberösterreich-Rundfahrt und dann war es 2020 nichts. Da hat es eine Pause gegeben, Corona-bedingt. 21 dann Dansute, 22 Dansute und 23 eben Landaloks. Also die sind gestern wieder ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Verfeld Einfahrer aus Belgien eben, also ganz, ganz starkes Ergebnis. Aber Alberto Bruttomesso aus Italien hat sich da in die Phalanx der Belgier einmischen können, ist gestern auf Rang 2 gefahren. Eine Sekunde sein Rückstand nicht ganz für den Fahrer vom Cycling-Team Friuli. Ja, auf Rang 4 war dann ein weiterer Belgier, also auf Rang 3 dann noch Dan Sute, auf Rang 4 Victor van de Pütte, ebenfalls Teamkollege von Lox und Sute. Und auf Rang 5 dann der beste Österreicher Daniel Federspiel vom Team Felbermeier Simplon Wels. 2 Sekunden jetzt sein Rückstand in der Gesamtwertung. Auf Rang 6 dann Emil Verstringe, Alpecin-De König Development Team. Auf Rang 8 gestern Jesse Kramer vom Jumbo Visma Development Team. 8 Thielen Pfingst, Adria Mobil. 9 Timo Kielich, Alpecin-De König Development Team. Und auf Rang 10 Viktor Potocki vom Ljubljana Gusto Santic Team, der auch einen Querfeld-1-Background hat, war schon mehrfacher kroatischer Querfeld-1-Meister, der Fahrer, der gestern auf Rang 10 gefahren ist. Und auf Rang 11 dann Laurens Weg, ebenfalls aus Belgien, für das Team Alpecin-De König Development Team unterwegs. Wir haben es gestern schon unterwegs, nennen wir es einmal so, Weltranglisten-Erster. Er gewann den Weltcup 22-23.
Also auch er ist hier mit dabei bei der Oberösterreich-Rundfahrt. Eine kleine Sensation. Starterfeld ist natürlich ein weiteres Mal unglaublich. Das haben wir auch zum Teil, glaube ich, Walter Ameshofer zu verdanken, der ja ein bisschen ein Querfeldeinnarischer ist und da schaut, dass auch die starken Querfeldeinfahrer hierher nach Österreich zu Gast kommen. So, 500 Meter sehen wir noch bis zur ersten Sprintwertung. Und das schaut jetzt einmal gut aus für Mario Gamper. Hier weiterhin alleine an der Spitze unterwegs ist. Hauptfeld ist noch immer nicht von hinten gekommen, also den lässt man jetzt einmal machen. Hab schon erwähnt, gestern auf Rang 59 gefahren. Mario Gamper, Saison hat er in diesem Jahr in Kroatien eröffnet mit der Istrian Spring Trophy. Auf Rang 41 ist er da beim Prolog gefahren, also ein bisschen weiter vorne als gestern. Und jetzt gibt es die ersten Punkte für den Tiroler. Also schauen wir mal, da sehen wir jetzt die Linie. Und wir können schon notieren, 134, Mario Gamper holt sich die ersten Punkte. Weiter ging es für ihn danach, der Istrian Spring Trophy mit dem Grand Prix Slowenien Istria. Und dann dem Radsaison-Eröffnungsrennen in Leonding. Traditionell geht es ja da in der Nähe von Linz los. Auf Rang 9 ist er da gefahren. Dann ging es weiter für ihn in Bosnien und in Serbien bei Belgrad Banja Luka. Da sehen wir jetzt ja das Hauptfeld ja. Weiter in circa 20 Sekunden rechnen wir mal. Abstand, Spitze und Verfolger. Also ein Fahrer alleine unterwegs und dann das Hauptfeld etwas dahinter. Also wir kommen jetzt wieder nach Efferding rein, drehen noch eine Runde, circa 5 Kilometer lang. Und dann geht's raus, weg in Richtung erste Bergwertung zum Meierhofer Berg. Wie gesagt, 6,8 Kilometer mit 5,1% Durchschnittssteigung. Auf einer Seehöhe von 615 Meter liegt dann die Bergwertung. Und dort können Sie auch einmal vorbeischauen am Meierhofer Berg. Ist nämlich die höchste Erhebung des Bezirks Efferding. Also 654 wären es dann ganz oben. Da kommen wir mit dem Rad nicht hin, mit dem Mountainbike schon, aber mit dem Rennrad nicht. Und da gibt es einen weitreichenden Blick von der Aussichtswarte und auch einige Wanderwege. Also wenn Sie mal in der Gegend da sind, um Efferding, schauen Sie rauf auf den Meierhofer Berg, der auch Meierhofberg genannt wird. Ja, da sind wir jetzt wieder bei der Spitze des Rennens. 170 Kilometer noch zu fahren für Mario Gamper vom Team Centic Vibatech. Weiterhin hat sich niemand dazu gesellt zu ihm. Ja, schauen wir mal, was für ihn nach Belgrad Banja Luka passiert ist. Dann war beim Grand Prix Vorarlberg am Start, haben sie auch auf K19 mitverfolgen können, genauso wie eben das Radsaisoneröffnungsrennen Leonding. Dann war bei Rund um Köln am Start, 1.1er-Rennen in Deutschland, das gewonnen wurde von Dani van Poppel. So, und jetzt haben wir den Blick zurück zum Hauptfeld, also lange wird es nicht mehr dauern. Und dann ist er geschnappt, Mario Gamper. Also das dürfte es einmal gewesen sein, um den Fahrer vom Team Centic Vibatech. Ja, schöne Aktion gewesen. Hoffentlich sehen wir dann den Fahrer aus Tirol noch einmal im Rahmen der Rundfahrt mit einer aktiven Fahrweise. So, und der probiert es gleich noch einmal. Also wurde eingeholt, kurz niedergesetzt, aufgestanden und jetzt probiert er es ein weiteres Mal. Also Mario Gamper, der dürfte heute gut gefrühstückt haben, so aktiv er jetzt unterwegs ist. Ja, nach Rund um Köln war er dann Ende Mai bei der Tour of Estonia im Einsatz und jetzt, nur wenige Tage später, ist er eben hier bei der Oberösterreich-Rundfahrt, die gestern mit dem Prolog in Linz begonnen hat. 630 Meter, 37 Höhenmeter, die es da zu bewältigen gab. Ja, wir sehen jetzt das Feld in eine lange Schlange gezogen und in Kürze werden wir dann die zweite Sprintwertung des Tages abnehmen. Schauen wir mal, ob wir beim Lifetiming schon etwas finden können von der Sprintwertung. Nein, noch nicht. Müssen wir noch ein bisschen warten. Also da haben wir jetzt nochmal die Aktion von Gamper. Also da wurde er eingeholt. Wartet kurz. Und dann sehen wir ihn noch einmal weg attackieren. Also schauen wir mal, was er sich da dabei gedacht hat. Also blickt sich um und dann probiert er es ein weiteres Mal. Leider nicht von Erfolg gekrönt, diese Aktion. Aber er schenkt uns hier ein klein wenig Spektakel. Fahrer vom Team Centic Vibatech. So, und die nächsten Fahrer probieren es jetzt sofort. Also jetzt wird es einmal schnell in Anfahrt zur zweiten Sprintwertung des Tages, die ein weiteres Mal beim Modehaus Stöcker
abgenommen wird. Also da sehen wir jetzt die Mannen vom Team Alpecin, De König vorne an der Spitze, genauso wie einen Fahrer vom Cycling-Team Friuli ASD. Und jetzt ist es ein Fahrer vom ATT Investments Team aus der Tschechischen Republik. Die haben ja auch zwei estnische Fahrer in ihren Reihen, unter anderem Mikkel Reim, der schon für einige Erfolge in der Vergangenheit sorgen hat können. Sind wir mal gespannt, wer das ist. Ja, Jiří Petruš ist auch ein Fahrer, der hier mit dabei ist für das Team ATT Investments. Er fuhr gestern auf Rang 99 und der hat schon einmal im Innviertel ein Rennen gewinnen können, und zwar das Rennen in Ranshofen. Wir schauen einmal auf die Uhr, 11.50 Uhr ist es, also 10 Minuten sind wir jetzt noch drauf und dann sehen wir uns erst ab 14 Uhr wieder, dann auf K19 und auf LT1, und da verfolgen wir jetzt ein weiteres Mal die Attacke vom Team ATT Investments. Dahinter dann ein Fahrer vom Radnet Oswald Team, das ja hier mit Theo Reinhardt und Roger Kluge ist, also die zweifachen Weltmeister im Zweiermannschaftsfahren auf der Bahn. Sind hier bei der Oberösterreich-Rundfahrt auch mit dabei. Roger Kluge hat auch eine Etappe beim Giro d'Italia 2015 gewinnen können. Also wie schon erwähnt, sehr hochkarätig besetztes Fahrerfeld bei der 13. Internationalen Raiffeisen Oberösterreich-Rundfahrt. Ja, schauen wir mal, ob es das jetzt sein könnte, die Spitzengruppe des Tages. Wie schon erwähnt, wir fahren jetzt zur zweiten Sprintwertung des Tages ein weiteres Mal vor dem Modehaus Stöcker in Everding. Und am Ende des Feldes ein gewohntes Bild. Wieder die Mannen vom Union Raiffeisen Radteam Tirol. Also die lassen es jetzt einmal etwas ruhiger angehen. Für alle, die jetzt eingeschaltet haben, also wir sind gestartet um 11.30 Uhr vor 21 Minuten vor dem Modehaus Stöcker in Everding. Etappe 1 der Oberösterreich-Rundfahrt 2023, die dann um ca. 16 Uhr zu Ende gehen wird, vor dem Spa-Resort in Geinberg. Wir sind jetzt einmal bis 12 Uhr drauf und dann ab 14 Uhr wieder. Also ein Fahrer vom Team Coloquick ist auch noch mit dabei. Wir notieren einmal die Startnummer 165, das ist Theo Reinhardt, da haben wir es auch schon eingeblendet. Dann hätten wir noch mit dabei Matusz Stoczek aus der Slowakei und dann noch aus Dänemark Björn Frederik Sørensen. Also notieren wir kurz Startnummer 65, 154, und dann noch den Fahrer vom Team Coloquick aus Dänemark. Also da setzen wir die drei Fahrer an der Spitze. Ja, Matusz Stoczek, einer der wenigen Slowaken im Team ATT Investments, das ja eigentlich ein tschechisches Team ist. Er ist dann auf Rang 43 gefahren, 6 Sekunden sein Rückstand. Und da kommen die nächsten Fahrer. Lukas Meiler sehen wir jetzt einmal, der hier ein paar Fahrer heranbringt an das Trio, das jetzt für kurze Zeit das Rennen bestimmt hat. Und da sind wir jetzt schon wieder beim Modehaus Stöcker und da werden wir uns jetzt die nächste Sprintwertung ausfahren. Ja, wir sind es 200 Meter noch. Also schauen wir mal, wer sich hier jetzt die Punkte und Bonussekunden holen kann. Und es schaut jetzt einmal gut aus für den Fahrer vom Team Vorarlberg, Lukas Meiler. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Aber es ist, wie es aussieht, der Fahrer vom Team Adriamobil, gefolgt vom Fahrer vom Team Alpecin, De König. Also ich glaube, die Startnummer 75 war es vom Team Adriamobil, Djordjet Juric. Ja genau, da sehen wir es jetzt auch eingeblendet. Der Fahrer aus Serbien, für das slowenische Team Adriamobil aus Novo Mesto unterwegs ist. Also zweite Sprintwertung wurde jetzt auch abgenommen. 17,5 Kilometer haben wir jetzt einmal zurückgelegt. Einmal geht es jetzt noch nach Everding rein und dann geht es raus durch das Everdinger Feld zum Meierhofer Berg. Zur ersten Bergwertung des Tages, wie schon erwähnt, Kategorie 1, 6,8 Kilometer. Mit einer Durchschnittssteigung von 5,1%. Ja, und wir sehen jetzt, ich glaube, Lukas Meiler ist das noch immer, der Fahrer vom Team Vorarlberg, der an der Spitze ist. Und jetzt gibt es eine Attacke, entweder vom weißen Trikot, könnte ich mir nicht vorstellen, Alberto Bruttomesser, oder ansonsten sind das die Mannen von der Villa Pluch Amsterdam. Oder ist der Fahrer mit dem rot gepunkteten Trikot? Okay, also Victor van de Putte probiert es jetzt einmal. Interessante Taktik, der Fahrer, der gestern auf Rang 4 gefahren ist, 2 Sekunden sein Rückstand in der Gesamtwertung. Also die probieren es jetzt einmal relativ offensiv, die Herren aus Belgien. Wir sehen es oben, 165 Kilometer noch zurückzulegen.
Und jetzt sehen wir wieder einen Fahrer vom ATT Investments Team da an der Spitze. Also die nutzen jetzt einmal die Kurven durch Everding, um da etwas Platz zwischen sich und das Hauptfeld zu schaffen. Und das schaut jetzt einmal nicht so schlecht aus für den Fahrer vom tschechischen Team ATT Investments. Also 5 Minuten bleiben wir noch drauf. 11.55 Uhr ist es. Und dann haben wir 2 Stunden Pause. Und dann geht es weiter ab 14 Uhr mit Etappe 1 vom Modehaus Stöcker Everding. Da kommen wir jetzt weg mit Ziel beim Spa-Resort in Geinberg nach 181 Kilometern. Wie gesagt, 142 Teilnehmer sind hier mit dabei. Heute noch alle gestartet, die gestern beim Prolog auch mit dabei waren. Trikotträger sind Landa Loks im gelben Trikot des Gesamtführenden, dann Dan Sute im blauen Trikot des Punktbesten. Victor van der Bütte, den haben wir gerade gesehen, der hat es einmal kurz probiert im Trikot des Bergbesten, also das weiße Trikot mit den roten Punkten. Dann im weißen Trikot des besten Jungprofis, Alberto Bruttomesso vom Cycling-Team Friuli. Und im roten Trikot des besten Österreichers, wir haben ihn ganz am Anfang beim Interview mit Sophie Hochhauser gesehen, Daniel Federspiel. So, was passiert da jetzt? Interessant. Startnummer 85 vom Cycling-Team Friuli ASD, Andrea De Biasi, gestern auf Rang 27 gefahren. Also hat sich da kurz mit seinem sportlichen Leiter unterhalten. Also jetzt wäre interessant zu wissen, wo die da unterwegs sind. Aber ich glaube, die sind direkt hinter dem Hauptfeld, haben da ein Loch aufgehen gelassen. Und jetzt fährt er hinter dem Auto wieder zum Hauptfeld, dort wo mittlerweile das Jumbo-Visma Development Team einmal etwas probiert, genauso wie das P&S Benotti Team aus Thüringen. Ich habe gestern Sachsen gesagt, na, die Herren kommen aus Thüringen. So, wieder 4 Fahrer, die sich absetzen haben können. Wieder ein Fahrer vom Radnet Oswald Team mit dabei, dann P&S Benotti Jumbo-Visma Development Team und ich glaube ein weiteres Mal Victor van de Putte. Also bei Kilometer 23 wäre es dann soweit mit der Punktevergabe bei der Bergwertung Meyerhoferberg. Und ja, vielleicht spitzt er ja auf das Bergtrikot Victor van de Putte. Vielleicht will er wirklich, dass es seins ist. Gestern gab es ja noch keine Punkte, die vergeben wurden beim Prolog. Naja, wurden jetzt einmal, wie es aussieht, wieder eingeholt. Die 4 Fahrer, die sich jetzt kurzzeitig absetzen haben können. Ja, weiterhin Victor van de Putte an der Spitze. Mittlerweile seit fast einer halben Stunde unterwegs. Die erste Etappe der 13. Internationalen Raiffeisen Oberösterreich-Rundfahrt. Also sehr interessante Phase. So, da sind jetzt 3 Fahrer vom Tirol KTM Cycling-Team. Was ist da passiert? Marco Schrettl, sehen wir mit der Startnummer 42. Er wird einer der Kapitäne sein für die Oberösterreich-Rundfahrt. Dann noch mit dabei mit der 45 Sebastian Putz, der gestern auch sehr stark gefahren ist. Und dann haben wir noch mit der Startnummer 46 Tim Wafler. Aber die sind jetzt in Kürze zurück im Hauptfeld. Also wäre interessant zu wissen, was da passiert ist. Was da vorher mit dem Italiener De Biasi passiert ist und was da jetzt mit den 3 Fahrern vom Tirol KTM Cycling Team war. Ja, kurze Zeit sind wir noch drauf und dann um 12 Uhr geht es eben in eine 2-stündige Pause und dann sehen wir uns auf LT1 und auf K19 wieder ab 14 Uhr davor, also kurz gleich nach 12 Uhr sehen wir dann noch den Einspieler von Reisekers Reisen, da werden wir dann später auch noch genauer eingehen. Reisecker kennt man vielleicht aus dem TV, der ist da die Strecke schon einmal abgefahren mit seiner Kamera, die er in der Brille montiert hat und hat dann mal ein bisschen Leute zu Land und Leuten befragt und da werden wir dann einen Einblick in das Innviertel bekommen von Michi Reisecker von Reisekers Reisen. Ja, wir sehen wieder die Spitze des Rennens eingeblendet, weil wieder probiert sein Fahrer vom Team Adria Mobil, die haben sich ja schon vorhin eine Sprintwertung sichern können. Also die wollen mehr, denen reicht der Sieg einer Sprintwertung nicht. 161 Kilometer noch zurückzulegen. Und wieder ist es ein Fahrer mit einem weißen Trikot und das könnte jetzt einmal ein Fahrer von der Villa Pluch Amsterdam sein, der es probiert.
Also 11.59 Uhr ist es, in Kürze ist es dann 12 Uhr. Wie schon erwähnt, ab 14 Uhr sehen wir uns dann wieder, dann auch mit Sarah Reikes im Kommentar. Machen Sie es gut, Reisekas Reisen gibt es jetzt noch einen kurzen Einspieler und wir sehen und hören uns dann ab 14 Uhr auf K19 und auf LT1. Wenn ich mal groß bin, werde ich Kapitän und schipper dann über den Atlantik. Jawohl. Endviertel-Etappe. Wollte ich mich verfehlen. Viertel. Zum Bleiben. Von Romantik. Ich schaute mich immer wieder fragend an. Ich stehe jetzt da beim Stöcker Sports & Fashion, ein Familienbetrieb da in Everding, der mittlerweile mehr als 70, 80 Mitarbeiter hat. Am Standort da auf 5000 Quadratmeter, von Mode bis Sport, Radeln, alles da. Ich werde jetzt schauen, dass ich in der Radlabteilung noch wen erwische. Und dann geht's los, da von Everding, Start der Etappe, der langen Etappe der Oberösterreich-Rundfahrt bis nach Geinberg. Hallo, Entschuldigung, gehörst du zum Geschäft? Ja, denke ich, servus. Aber was ist das, was ist der Kicker, was ist das Klasse für dich am Radfahren? Naja, einfach, für mich ist das so, hat das so ein bisschen was, ja, wie soll man sagen, Entspannendes sogar, auch wenn es stark ist, ja, Kopf freikriegen, fast wegen was Meditatives, sag ich mal, wenn du in der Nacht erfährst und so, gell. Mhm. Also, einfach anschalten oder halt umgekehrt auch Gedanken machen, ja, Überlegungen anstellen, also, und natürlich auch schauen, wie weit da kann es gehen, wie weit schaffst du das, ein bisschen in ihren inneren Schweinehund überwinden. Mhm. Solche Dinge gehören da natürlich auch dazu. Ja. So, los geht's. 181 Kilometer, auch nicht schlecht. Everding. Bleibt zu hoffen, dass die Profis keinen vor sich haben, der es aufhält. Naja, 50 km/h, das schaffen wahrscheinlich die Profis auch fast. Ui, gefährliche Hühner auf der Straße. Hallo, Schuckschuh. Da ist eine Radlerin. Machen wir einen kurzen Stopp. Hallo, Michi Reisiger. Grüß dich. E-Bike und Hund, das geht. Mhm. Alle. Wo tust du denn hin? Ah, du hast deinen eigenen Helm quasi, ein Gitter. Aber er mag nicht lang drinnen bleiben. Okay. Nächstes ist ein Kilometer. Okay, weil die Profis fahren 180 nach Geinberg. Für die war das nichts. Nein. Mit dem Rennrad. Georgs Gemüsehütte. Bist du der Georg? Ja. Servus. Da habe ich gesehen, Georgs Gemüsehütte. Sellerie nehme ich mir mit. Aber was taugt dir am Radlfahren? Was mir am Radlfahren taugt? Ja, es ist unkompliziert. Du brauchst nicht dein Rad, du brauchst keinen... Freiheit ist auch gut. Du brauchst keinen Sprit und ja, du fährst einfach los. Grüß Gott im oberen Donautal. Zwischen Passau und Linz. Ja, jetzt wird spannend. Wir fahren nach Karling. Bitte, lieber Radprofis, der 30er, ich glaube nicht, dass der für euch gilt. So, liebe Profis, wir sind jetzt da in Rienberg, Mostkost, der sich nicht ausgeht, ist außerdem schon vorbei, wenn ihr da vorbeifahrt. Und da geht es jetzt anders auf. Schneekettenpflicht im Winter. Hurra! Schaumberg. Mit Ruine, alles da. Hallo Michi. Servus. Sandra. Darf man streicheln? Ja, ja. Er oder sie? Ist ein Er. Ein Er? Ja. Wie heißt er? Ramiro. Ein Radl ist so. Ja. Ja. Und ein Pferd, das ist schon mal was, oder? Das stimmt, ist um einiges hecher. Aber halt in der Regel langsamer, gell? Was ist das Klasse am Reiten? Und die Verbindung mit einem Lebewesen, was eigentlich viel mehr Kraft hat wie wir. So, was haben wir da? Christkirchen 17, Weizenkirchen 4. Aschach. An der Donau 15. Das ist ja die Innviertel-Etappe. Und schauen wir mal. Michenbach. Cool. Entlang des ER105, des Radlwegs. Super. Ein One-Stop. Servus, du bist ja der Chef, Christian, servus, oder? Grüß dich, ja. Servus, Michael Reisiger. Servus. Und ich bin heute in 5 Missionen unterwegs. Ich fahre die Strecken ab für die Oberösterreich-Rundfahrt. Tust du selber Radl fahren?
Ja, ich tue zum Beispiel ganz viel Mountainbiken und Laufen. Ich bin 2000 Kilometer Laufen, 5000 Kilometer Mountainbiken. Ja, Wahnsinn. Ja. Aber du bist jetzt nicht der typische Wirt wie früher, der dann, was der, der dann so auseinandergeht, weil du schaust ja fit aus. Die Gesellschaft hat sich grundsätzlich geändert. Früher waren reiche Leute dick, heute sind arme Leute dick. Ich war schwanger. Hausruck geholt. Ramit, grüß Gott im Heimatland. Ich hab dich so gern. Walzell. Oh, die Oma. Stelzen. So, da geht die Bergwertung auf jetzt. Volles Programm. Berg, Berg, Berg. Ja, da geht's schon auf. Jetzt glaubt man nicht. Man sieht's ja nicht so. Turmwirt. Grüß dich, Michael Reisecker. Grüß dich. Grüß dich. Reisecker. Ja, und zwar, ich bin Filmemacher. Ach so. Und bist du geboren schon da? Ja. Hättest du auch nirgendwo hingezogen? Nein, nichts. Nach Wien oder nach München oder was weiß ich was? In der Stadt, wenn wir schon nach Salzburg gefahren haben. Ja, da bin ich so froh, wenn ich wieder heraus bin von so einer Scheißstadt. Nein. Für keine Stadt war ich nichts. Und das Bar in Geinberg, darf dir das nicht reizen, dass du sagst, du legst dich da mal ein ins warme Wasser? Gar nicht? Nein. Ich kann nicht, das ist ein Argument. Ja. Das ist aber nicht zu zweit oder zu dritt. Ne? Ja. Ja. Oder zum Schwimmen. Das heißt aber, ihr seid nicht ein paar Stunden da, sondern wirklich einen ganzen Tag. Ja, schon von der Früh weg da. Die Kinder in die Schule gesucht, die Kinder in die Schule gefahren und dann gleich hierher. Gut organisiert. Ja. Das heißt, während Radprof ist 180 Kilometer einen ganzen Tag da herstrampeln, kann man sich auch gut gelassen. Ne? Genau, so wie es. Definitiv. Stöcker. 5000 Quadratmeter Mode, Sport und bester Service. We'll be right back.
wenn aus Vorfreude echte Freude wird. Das ist Urlaub in Oberösterreich. Erlebenswert echt.